Ja, hallo erstmal, ich bin's der Michael von Mining Tube und das ist ein Minecraft Weihnachtsspecial, so ein ganz kleines. Und jetzt erstmal am Anfang, also noch nicht wegschalten, also nur mal so, da ja jetzt die Weihnachtszeit ist, jetzt ist heute der 6. Dezember ist heute und heute ist dann Nikolaustag, falls ihr das nicht wisst oder so. Heute ist auf jeden Fall der Nikolaus, also stellt eure Schuhe vor die Haustür, denn am Abend kommt er. Oder in der Früh, oder wann er halt bei euch kommt. Bei mir kommt er auf jeden Fall am Abend. Und ja, hier habe ich jetzt mal ein paar Special-Sachen, sozusagen, spezielle Sachen für euch, die ihr in eurer Minecraft-Welt aufstellen könnt. Und vielleicht kommt ja bei euch dann auch der Nikolaus, wer weiß. So, und jetzt nochmal zu Anfang. Jetzt ist ja die Weihnachtszeit und da wünscht man sich Sachen, ne? Ihr könnt euch von mir auch irgendwas wünschen. Also zum Beispiel, welche Videos ihr auf meinem Kanal sehen wollt oder ja, welche Serien zum Beispiel. Gibt es so Architekturserien, die habe nämlich ich erfunden. Also die Designs habe nicht ich erfunden, die nehme ich dann halt von Reddit, baue sie ab. Du sind die Welt, weil da habe ich schon ungefähr 100 oder mehr Designs in dieser Welt. Ich glaube sogar schon mehr. Und ja, die nehme ich dann auf, zeige es euch und da sind echt sehr, sehr geile Designs dabei. Ich sage auch immer, von wem die Designs sind. Also, Credits, where Credits belong, ne? Jetzt geht ja gleich die Sonne auf. Also, ja, ich würde mal sagen, wir fangen an. Und, ja, das mit dem Architekturzeugs wäre halt dann sowas wie das da zum Beispiel. Dass das ein Totenschädel ist oder sowas da. Aber das ist auch eine Ausnahme hier mit der versteckten Chest. Sowas auf so einem Versteck und wirklich keiner. Aber jetzt wieder back to topic. Also, ja. Falls euch irgendwas von mir wünscht auf meinem Kanal oder für diesen Kanal, dann schreibt es in die Comments. Ich werde es auf jeden Fall alles lesen. Und ja, jetzt fangen wir mal an. Also zuerst machen wir mal Time Day. Vielleicht geht auch die Sonne unter, ich weiß nicht. Ich sehe sie auch gerade gar nicht. Da der Beacon spinnt ein bisschen rum, wie ihr ja sehen könnt. Jetzt ist er weg. Naja, also hier haben wir auf jeden Fall einen Christbaum und ich weiß noch den Namen von Four Souls. So schreibt man den Name. Und ja. Auf jeden Fall ist der Christbaum sehr, sehr groß. Schau ich mal den Stamm an. Also keinen Kommentar zu diesem Stamm. Aber zum Allgemeinen, schaut er echt geil aus, oder? Also ich dachte zuerst auch nicht, dass der so gut aussehen kann, wenn man den baut hat. Aber dann, wo ich ihn wirklich baut habe. Und ich musste ja den von einem Bild, also der stand jetzt so da, so ungefähr. Und ich musste den dann abbauen. Und das war ja nur ein Bild, ne? Also da musste ich immer raten, wie der dann auf den anderen Seiten ausgeschaut hat. Und ja, da habe ich mich wirklich gut geschlagen, oder? Was sagt ihr? Also, ja, das muss ich immer machen, wenn ich hier neue Architekturen in die Welt reinhaue. Naja, immer raten, wie es aussieht. Aber es ist ja gut, was ganz schön Gutes rausgekommen. Also, ja, und dann noch mit diesen Ideen, dass man da in so Itemrahmen so Sachen reintut und das dann als Schmuck nimmt. Ist auch sehr, sehr nice. Also, Itemrahmen an einem Christbaum ist zwar jetzt nicht so realistisch, oder überhaupt Rahmen an einem Christbaum. Aber ich finde die Idee schon ganz gut, so Items am Christbaum. Und wer wünscht sich nicht Diamanten, Redstone, Smaragde oder Glowstone und das, ne? Und das ganz oben, das ist von Lucy GGY. Alter, der Beacon spinnt rum. Da drüben. Disco, 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 yeah. Und ja, also die Sterne sind von Ding. Von Lucy GGY. Und da haben wir hier das Design, das die gemacht hat. Also Baum plus Sterne von Lucy GGY, wo sie jetzt schon zum dritten Mal gesagt hat. Kruzifix. Nicht fluchen hier, ne, ist YouTube. Ja, also der Baum von dem, das sage ich jetzt nicht nochmal. So rum seid ihr auch nicht. Und die Sterne da oben auch. Und die habe ich halt bei dem da auch angewendet, weil ich dachte, das passt so gut. Ja, auf jeden Fall, ich würde zum Christbaum lieber im Kreativmenü oder Modus machen. Im Kreativmodus, nicht im Menü. Bin nicht dumm. Weil solche 4 Nita Sterne ist ziemlich teuer sein können, also müsste. Na, was heißt teuer? Was glaube ich?
Da müsst ihr halt 4 Witter skillen. Ich weiß auch nicht, warum das Holz nicht abfackelt. Also es brennt immer wieder, aber es geht einfach Erzer. Naja, jetzt haben wir's. Naja, also machen wir das schnell. Also dieser Kamin ist von I'm Nick James Bitch. Echt geiler Name. Und ja, also die Schuhe machen richtiges Nikolaus-Feeling. Und ja, ich weiß auch nicht, wie das Feuer von da bis da oben kommt, aber wieso lenke ich eigentlich die ganze Zeit vom Thema ab? Bin ich so dumm? Also, das hier sind auf jeden Fall Half-Slabs, das hier sind Treppen, die nach innen zeigen und ja, das obere ist auch ziemlich nice gemacht. Also hier Treppen, das solide Blöcke und das sind Halbstufen. Das sind noch 2 Blöcke, die ich noch geadet habe. Hatte er nicht da, aber die passen eigentlich ganz gut als Kamin oder so. Und die können auch bis ganz oben machen, so als Schornstein. Und ja, also das war's für das Weihnachtsspecial. Ich will es ja hier nicht zu lang treiben. Und ja, also wie schon gesagt, falls ihr irgendwelche Wünsche habt zu Weihnachten, schreibt sie in die Kommentare. Ich erfülle sie euch vielleicht, damit ihr ein schönes Weihnachten feiern könnt. Und ja, also das war's, wie schon gesagt. Ich hoffe, ihr feiert schön an Weihnachten. Und ja, falls wir uns dann nicht mehr vor Neujahr oder Weihnachten sehen, wünsche ich euch jetzt schon mal frohe Weihnachten, ein schönes neues Jahr, einen guten Rutsch und ja, lasst euch bescheren. Haut rein, Leute. So, jetzt wo du das Video angeschaut hast, kannst du noch den Mag ich-Button links unten klicken, wenn es dir gefallen hat. Und du hast noch die Wahl zwischen meinem ersten Video, leider habe ich noch kein anderes, deswegen gibt es bis jetzt nur das. Du kannst mich auch abonnieren, um demnächst folgenden Videos nicht zu verpassen und ja, also einfach auf mein erstes Video klicken, denn was anderes bleibt ja wohl nicht über. Das war nämlich ein Minecraft-Zaubertrick, also viel Spaß und bis zum nächsten Video.